So, hallo zusammen. Jetzt zeige ich euch noch mal kurz mein Auto. Ich habe das ein bisschen umlackiert. Ich hatte ja den Raptor schwarz, also Raptor lag schwarz drauf. Und jetzt habe ich ganz easy mal eine neue Farbe genommen. RAL 1001. Da habe ich einfach nur die Dose und mit Karton. Zum Beispiel gerade so hier hingehalten und mit der Dose halt hier drüber lackiert. Und ja, okay, zugegeben, es ist jetzt nicht ganz optimal geworden. Nur das war so eine Sonntagsaktion. Das war um 9.30 Uhr Sonntag, war schönes Wetter. Ja, Sonne war da und dann habe ich gedacht, ja, okay, jetzt mach schon mal das Dach. Fängst schon mal beim Dach an, guck schon mal, wie das so wird. Geh mal kurz aufs Dach hoch. Und seht ihr hier das Schwarz, das kommt da überall durch, weil da ist nur eine Schicht drauf. Und so wie ich das sehe, muss ich mindestens zwei oder drei Schichten drauf machen. Ich habe das ein bisschen unterschätzt. Also, dass es wirklich sauber deckt, braucht, also ich glaube, ich bin jetzt bei, aber wie viel? 20 Dosen, 20 Sprühdosen. Und ja, die Schrauben habe ich schon gelöst, also vordere und die hinteren zwei, da kommt jetzt noch eine Dachreling drauf. Und die Dachreling mache ich auch in schwarz. Genau. Das ist hier diese Orangenhaut, das kommt daher, wenn ihr bei unter 15 Grad lackiert. Also ihr braucht eine Außentemperatur von mindestens 15 Grad. Und das ist halt gerade echt ein Problem. Deswegen kann ich auch nicht weitermachen. Sonst würde ich jetzt auch wirklich gerne fertig lackieren. Und wie gesagt, das Schwarz, das ist ja 9021. Die möchte ich hier überall drauf machen, weil das ist mit, ich möchte es einfach richtig schön schwarz, also der Kontrast zu schwarz auf das helle Gelb, das kann dann schon besser. Und okay, also ja, es ist noch nicht optimal, aber es ist ja noch eine Arbeit. Seht ihr hier, wie das hier durchkommt? Raptor-Lack. Genau. Aber das ist jetzt mal ganz aktuell, dass ihr mal seht, wenn ihr so einen Postbus habt, ist es nicht nur ein Auto zum Transportieren, nicht nur ein Auto zum Campen, nicht nur ein Auto zum Rumfahren, sondern es ist ein richtiges Hobbyauto geworden, ja. Und seit ich diesen Teddybär immer da rumfahre, also meine Tochter, hole ich ab und zu ab. Und dann habe ich mal überlegt, okay, bevor ich jetzt mit dem leeren Kindersitz herumfahre, habe ich einfach mal den Teddy reingesetzt, so als Beifahrer. seit der Teddy hier mit mir mitfährt. Die ganzen Nachbarn kennen mich. das ist echt gut. Das ist echt gut. Da will ich ja losfahren. Da kommt so eine ältere Frau mit seinem Hund und winkt mir zu. Ja, hallo Herr Babel, wie geht's Ihnen? So, ja, gut, gut. Ich so, aber was geht denn los, Herr? Also ich meine, habe ich mir überlegt, okay, wahrscheinlich liegt es am Teddybär. Also das ist echt eine coole Idee, ja. Also, wenn ihr mal ein bisschen Schwung in die Nachbarschaft bringen wollt, dann setzt einfach mal einen Teddybär rein und ja, mal schauen, wie dann die Leute drauf reagieren. Gut, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass euch die neue Farbe ein bisschen besser gefällt, wie das dunkle Schwarz und auch wegen der Sonne und alles. Und ja, man hört sich, gell, bis zum nächsten Video. Danke auch, ciao.